Ja Leute, wir kommen jetzt zum neuen Herausforderungsvideo. Es ist schon über einen Monat wieder her, seitdem ich eins wieder gemacht habe. Lag halt daran, dass halt keine mehr kam. Dann kam einen jetzt vor einer Woche und keine Ahnung, ich habe es irgendwie so vor mich hergeschoben und hatte halt irgendwie nicht die Motivation jetzt aufzunehmen. Aber heute habe ich mich auch zusammengerissen, werde mal ein bisschen mehr aufnehmen. Und ja, Herausforderungsvideo. Wir haben hier Republic at War. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, ich sag's einfach aus dem Kopf. Gegen 3 auf leicht, müsste Separatist nehmen. Ein Gegner wahrscheinlich Republik. Karte müsste ich gerade gucken, welche ich nehme, wurde nicht gesagt. Was nehme ich denn für eine Karte? Nabu könnte, ja komm, nehmen wir Nabu, nehme ich Nabu. Dann möchte ich viel Geld haben, damit wir auch ein bisschen Action da haben. Gegner vernichten natürlich, weil Raumstationen vernichten wäre ein bisschen zu einfach. So, dann starten wir mal. So. Boah, ich hatte so lange mein Headset nicht mal auf und kaum setze ich auf, ich ducke meine Ohren wieder wie wild. Das muss man gerade gucken. Okay, ich glaube, das war ein Fehler. Ich schaue mir mal das hier. Also ich muss ziemlich schnell sein. Weil ich, ah ja genau, es darf auch keine Schlachtschiffe benutzen, stand da ja. Das werde ich eh nicht, weil mir das viel zu lange dauert, bis die Schiffe mal fertig sind. Dann mache ich das so. Ich mache ein paar Bomber. Na, das Problem ist, in diesem Mod sind die Raumstationen nicht gerade so schwach. Ja, ich sollte jetzt trotzdem schon mal die Raumstation aufrüsten. So. Hä? Achso, die sind immer noch nicht da. Das dauert aber ganz schön lange. Kommt jetzt mal her hier. So, so. Schildgenerator war glaube ich unten, ne? Genau. Ich muss halt nur mit den, ich will halt mit den Jägern nur aufpassen, dass ich die Bomber beschütze. Okay, da kommen nämlich gerade schon wieder Jäger von hinten. Dann möchte ich noch mehr Bomber haben. So, die Raumstation hat schon keinen Schildgenerator mehr. Dann wäre es gar nicht so verkehrt, den, der zwei Hangar, ne? Versorgungsstock zu zerstören, Versorgungsstock ist wichtig. Ich verliere sehr viele Bomber, merke ich gerade, obwohl ein paar habe ich verloren nur. Ja, greift mal hier mit an. Dann hauen wir uns... Nein. Die hier. Ja, jetzt muss ich halt die ganze Zeit bei der Raumstation bleiben und die immer weiter beschädigen. Ich hoffe... Ich verliere zu viele Bomber. Ja, scheiße. Ich muss mal gerade warten, bis ich meine Anti-Jäger-Dinger habe. Also die... Ah, jetzt hat sie auch wieder einen Schildgenerator, ne? Ah, ist schon da, das ist gut. Dann kommen wir direkt hierher. Ah ne, der Schildgenerator bleibt kaputt, das ist gut. So, wieder ran hier. Geld müsste ich eigentlich genug haben, ich erforsche trotzdem nochmal. Dann möchte ich noch davon ein paar. Kauf mal alles durcheinander, damit wir möglichst viele Einheiten haben. Boah, wie komme ich gerade mit der Steuerung nicht klar so? Ah, jetzt haben sie... Oh, scheiße. Ja, toll. Ja, natürlich. 2-3 Kugeln und 2-3 Laser, mein Kapett ist schon zerstört. Ja, ist ja nicht sowas. Muss man neu machen. Okay, dann muss ich schnell mit den Bankenklanschiffen ran. Ja, das ist diese, was ich gerade gemacht habe, das hat damals geklappt beim normalen Empire at War. Aber hier klappt das nicht mehr. Machen wir so wieder. So. Das Problem ist, sobald die Korvetten haben, kannst du nichts mehr mit den Jägern machen.
nächste Mal mache ich das mal komplett anders, gehe mal auf Technologie und hole mir die Druidentransporter. Ah, die kommen erst ab Stufe 3, ne? Oh, scheiße. Obwohl, ich kann mir diese einen Teile hier holen. Die gibt es ja hier beim Hutten. Diese Gonzales-Regatten heißen die, glaube ich. Ja, ich kann mich am Arsch lecken. Braucht gar nicht denken, dass hier... Oh, natürlich. Mann, Mann, Mann. Ja, das kriege ich nicht, den Hundenpalast. Oder nee, das Hundenasteroidenfeld heißt ja. Na komm, jetzt passe ich mal ein bisschen besser auf. Das war natürlich scheiße, dass die direkt von hinten kommen. Ne, der zieht eh ab. Ich muss die Mitte haben. Wenn ich die mit... Ja, natürlich, jetzt kommen wieder alle, ja. Na gut, die Bastruinen machen aber einen guten Job. Zerstören auch den schnell. Oh, toll, jetzt habe ich schon wieder... Alter, wie schnell geht meine Vultures drauf? Ja, die haben ja keine Schilde. Aber die V19 haben auch, glaube ich, keine Schilde, ne? Wie kann der eigentlich immer schneller sein als ich mit den Raumstationen? Ich klicke immer sofort drauf. Das ist immer so. Die KI-Raumstation ist immer schneller. Platzieren. Na, ich hatte es schon damals schon mal versucht gegen drei Stück, aber nicht geschafft, weil halt die Gegner ziemlich schnell halt produzieren können und die Raumstation leveln und in der Zeit natürlich auch die anderen KI-Mitglieder Schiffe produzieren können. Ja, ist das eigentlich keine Ahnung. Also bei Battlefront oder bei Ionmod würde ich das schaffen, aber hier. Na, wahrscheinlich nicht. Na, die Raumstation kann sich jederzeit nicht selber verteidigen. Ja, nur das Problem ist, die Raumstation wird mir die Bankenkleinstufe weghauen. So schnell kann ich gar nicht gucken, wie schnell die weg sind gleich. Deshalb ist das echt arschig. Laser verbessern. So. Ah, ich sehe gerade, ich habe gar nicht. Toll, das habe ich sehr viel. Irgendwie ist das Moment hier so, dass er meine Klicks nicht richtig annimmt. Teilweise ist echt schon wieder nervig. Kann auch sein, dass er einfach... Ja, ich bin eher ungewohnt. Ich habe schon so lange kein Star Wars jetzt mehr gespielt. Das müsste, glaube ich, schon Stufe 4 sein. Toll. So, ich warte auch noch auf den anderen Transporter. Ah, ja. Wo sind eigentlich meine, wie viele Bomben habe ich hier? Oh, toll, einen einzigen. Ah, da kommt noch einer, das ist gut. Ich muss den Schildgenerator möglichst schnell zerstören, dann kann ich mich das Schiff wunderbar beschädigen. Und wenn ich das hier noch eingenommen habe, endlich diese scheiß Hunden nach drin fällt, dann kann das Ding nämlich auch ein bisschen den Rücken decken. Bomber, beeilt euch mal. Gut, dann deckt es mir jetzt ein bisschen den Rücken, das ist gut. Ah, das ist diese komische Karak-Kreuzer, genau. Das kommt auch noch von unten. Das ist natürlich doof, ich darf keine Providence-Kreuzer dann benutzen, ich darf keine Lugor-Kreuzer benutzen. Hm. Schiff, nein, jetzt doch, ich wollte gerade sagen, hat das Schiff auf Sturm immer so langsam geschossen. Das ist ja, wow, toll, meine Bomber hat es nicht geschafft. Vielleicht sollte ich mir selber ein paar Bomber dazu kaufen. Obwohl, ich kann die Vultures mal darauf ansetzen, die können das schon mal weiter ein bisschen ablenken. Dann die Bomber, du schießt den Akklimatokreuzer ab. Ich hoffe, die spawnen nicht weiter gleich unten.
sich zwei Seiten kämpfen muss, das wäre scheiße. Ich wollte schon sagen, der schießt ja nicht mit Raketen auf mich. Dann möchte ich noch ein paar von den Druidentransportern haben. Alter, was zerfickt die so schnell? Jetzt mal. Na gut, sowas sagt man nicht, aber habt ihr es gesehen? Wie schnell gehen die drauf? Was schießt denn da? Hier ist doch gar nichts. Kein Antijäger. Das ist ja übel. Was, dann schießt alle so drauf? Kann ich ja Jahre darauf versuchen ranzugehen, wenn die Bomber so schnell drauf gehen. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Schießt mal die ganzen Jäger hier ab. Vielleicht kommen wir die Bomber jetzt mal ran. Gut, jetzt kann ich noch durch die Union-Fregatte. Eigentlich. Dann setze ich lieber mein Geld in neue Schiffe rein. Aber es läuft gar nicht so schlecht gerade. Ja, das am Anfang war ziemlich scheiße. Ich hatte nicht mal in Erinnerung, dass die Jäger hier so schwach sind. Da ich ja jetzt viel Sons Event spiele, ist das schon ein bisschen ungewohnt. Aber es sieht gar nicht so schlecht gerade aus. Aber eigentlich könnt ihr mal mit Sturm hier draufballern, dass ihr mal die ganzen Geschütze jetzt vernichtet kriegt. Ich nehme gleich noch ein bisschen Sons Revenge aus, mal gucken. Battlefront irgendwie, naja, ich bin im Moment bei Shootern ist das echt. Naja, wer bei COD, mein COD Multiplayer Videos guckt, der merkt das wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, irgendwie Shooter, ich bin nicht so der große Shooter-Kommentator. Aber naja. Ich spiele eh lieber Star Wars, Empire Tour oder halt andere Strategiespiele. Obwohl, eigentlich schießt man weiter auf die Raumstation. Ihr könnt auch mal mit drauf schießen. Oh, eine Dauntless-Fregatte. An den Dreadnoughts ist kein Dauntless. Ja, jetzt kommen die ganzen Schiffe. Das ist nicht gut. Ich habe so viele Transporter, meine Jäger werden so schnell abgefangen. Nicht mehr lustig. So, noch ein Druidentransporter. Ja, auch mal. Ach ja, toll. Stufe 5. Wenn er gleich eben mit dem NATO-Kreuz ankommt, habe ich eh verloren. Einheit wird produziert. Naja. Schon jetzt schon wieder vergessen. Mit diesen kleinen Schiffen kannst du die Raumstation nicht kaputt kriegen. Die sind viel zu schwach. Und wenn natürlich dann noch eine Flotte nebenbei auf meine Schiffe schießt, dann ist es eh schon vorbei. Einfach zu lange, bis die neuen Schiffe kommen. Die Raumstation wäre vielleicht schon down, aber die, naja, jetzt kann sie eh nicht mehr höher gehen. Versuch mal von hier oben anzugreifen. Können die, genau, ich lasse sie mal hier meine Druidentransporter verfolgen. Nach unten. Die werden die wahrscheinlich zerstören wollen. Und deshalb kann ich die Raumstation angreifen. Ich habe jetzt kein Geld mehr. Jetzt habe ich kein Geld mehr, meine ich. Ich will also, für die Technik-Unifikator hat es vorhin nicht gereicht, als ich gesagt habe. Kannst du eigentlich mal schießen? Danke. Ah, jetzt gehen sie wieder nach oben. Toll, ich dachte eigentlich, die verfolgen mich.
zerstört man diese blöde Scheiß Dreadnought. So, noch eine Technologie-Fregatte, das sind jetzt die letzten drei, weil ich habe kaum noch Geld. Ach, diese Drohnentransporter kann man im Kampf echt vergessen. Die haben eigentlich gute Bewaffnung, aber die kriegen nichts geschissen. Na egal. Hier schießt du mal mit da drauf. Oh, noch eine Dreadnought. Was ist mein ganzen Jäger? Nein, ich bin als sonst wie Fensch gefüllt. Na, klingt jetzt voll nach Ausrede. Die hier echt so schwach sind, hätte ich nicht gedacht. Naja, könnte auch nachkommen. Sehe seit eh nur Kanonenfutter. Was haben wir da? Hey, Venator-Kreuz, eigentlich kann ich jetzt schon direkt aufhören. Wenn ich die Raumstation jetzt kaputt kriegen würde, dann würde ich es noch schaffen, aber... Na. Ich komme ja nicht hier hinten an die Ecken ran. Ja, noch ein Venator-Kreuz, da kann ich ja schon wieder aufhören. Einmal versuche ich noch, ich habe besser eine andere Idee. Gucken, ob die funktioniert wenigstens. Bevor ich wieder einen Fehler mache, dann schicke ich lieber ein anderes Modus darunter. Dann werden die gleich wieder direkt abgeschossen. Seit 2 gegen 1. Na komm. Seht ihr? Die ist immer schneller fertig als meine. So, kommt mal hier runter, den Huttnerstrünfeld annehmen. Kann das wenigstens die Jäger einen Augenblick ablenken. Bomber, die habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Ich denke, wie lange dauert es bitte, das einzunehmen? Endlich. Eigentlich könnte ich mit die mal... Ne, ich mache das jetzt anders. Ich spam jetzt mit denen. Habe ich da oben natürlich keinerlei Abwehr, scheiße. Ja, geht immer zurück. Ja, fick dich. Zu schnell geht mein Schildgenerator down. Na gut, das war bei der den republikanischen Raumstation von auch genauso. Aber es ist gar nicht so schlecht, wenn die sich da oben ärgern. Die Raumstation bei denen frei. Noch mehr. Alter, wie schnell ist der Schild bitte down?
Guckt euch mal an, wie schnell die Schiffe kaputt gehen. Auch bei der Technik und die Fregatte vorhin. So, jetzt ist der Schildgenerator aus. Weil, warum ich die jetzt so viel gekauft habe, liegt halt daran, weil die verdammt schnell zu produzieren sind. Oh ja, toll, wieder ein volles Schild, ist klar. Technik-Uni-Fregatte, ah nicht Technik-Uni, sag ich schon, noch eine Unificaten- oder Bankenplanschiff weniger von mir. So, jetzt macht den Schildgenerator mal kaputt. So. Wie schnell die einfach ihre Geschütze verlieren. Wenigstens kriege ich so das hin, dass ich immer Nachschub habe. Es wird aber kein, ja, es kommen natürlich Millionen Schiffe wieder von unten. Der Schild und die Panne. Na, wird wahrscheinlich schon wieder nichts. Ja gut, das kann Duetten aus. Ja, kann ich schon wieder in die Schale treten. Eine Idee habe ich noch. Was dann die letzte? So. Jetzt werde ich mal versuchen mit den, wie heißen diese kleinen Dinger denn jetzt? Diese Gonsantis, oder wie der halt die beim Hundenpalast kriegt. Die haben nämlich Raketenwerfer. Damit werde ich jetzt mal was versuchen. Raumschutzlinge habe ich jetzt geupgradet, damit sie sich selbst ein bisschen verteidigen kann. Ja, lass mich in Ruhe, ey. Was machst du? Du sollst nicht da angreifen, du sollst diese Asteroidenplattform einnehmen. Hallo, was machst du? Bleib hier, Mann. So, jetzt warte ich mal, bis die mal produziert werden. Ja, das dauert natürlich auch wieder so lange. Ach ja, genau. Es ist mein Geld als abgezogen worden, weil die Raumstation eingenommen haben. Ich kann jetzt schon wieder vergessen. Das ist einfach zu langsam. Ich guck mal gerade, wie die sich überhaupt im Kampf am stellen. In die Raumstation. Ey, was schießt denn davon? Ach so, da unten schießt gar nicht. Feuert auf ihren Schildgenerator.
klar, genau so schnell gehen die Korvetten auch down. Und die machen gut Schaden. Das nützt nichts. Ja, es reichen schon 3, 4, 5 Turbolaser-Türmtreffer und das Ding ist schon im Arsch. Na, es wird nichts. Das ist einfach... Na, es kommt halt auf diesen Mod an. Sonst schaffe ich ja auch gegen 3 bei Jodenmod oder Battlefront-Mod. Da geht das ja. Wenn ich jetzt meine Armeen habe, mit denen ich spiele. Aber hier, das ist halt, die Gegner sind, wenn die zu dritt sind, die haben halt dreimal so schnelle Baugeschwindigkeit als ich. Und die können auch gleichzeitig noch Raumstationen updaten und so weiter. Ja, das kann man dann halt in die Tonne treten. Sonst werde ich keine großen Schiffe benutzen darf. Ja, ich bin auch überlegen, ob es noch irgendwie... Es gibt halt nichts, die Raumstationen sind halt diesem Mod stärker, also die Raumstationen sind in diesem Mod am stärksten, also von allen Mods, die ich gespielt habe, die können die Raumstationen nie sich verdammt gut wehren. Tja, dann nützt halt dieses, diese Schnelligkeit am Anfang nichts, weil habt ihr gesehen, mit Bombern, die werden so schnell abgeschossen, kann man gar nicht gucken, ja, die Banken kleinen Dinger, schnell die kaputt gehen. Ja, wenn mich technisch ohne Fregatten ankommen, dann sehen wir ab schon zu 5 Winnetou-Kreuzer fertig, was ist. Was ist doof ist, dass die ganzen Kampfschiffe, also die Fregatten sowas hier keine Hangars haben. Das erschwert es natürlich auch nochmal. Ah, da hinten haben wir übrigens den Bullwrack. Achso, soll ich euch mal, ich habe eine Methode rausgefunden, das ist gerade mal, wo ich gerade bei Republika drauf bin, habe ich glaube schon mal erzählt. Wie man im Gefecht auch Sternzerstörer und sowas bauen kann bei der Republik. Vielleicht zeige ich euch das mal, wenn ihr das sehen wollt. Oder wisst was, ich zeige es euch in Nachrichten, nehme das jetzt auf und dann... Ja, dann würde ich sagen, ja gut, habe ich jetzt nicht geschafft, es ist auch Schwachsinn. Also 1 gegen 1 kann ich das schaffen, aber sobald 2 oder 3, das ist halt so... Ja, die Übermacht sind 5-mal so schnell, so kommen verdammt schnell zur Raumstation, Stufe 5. Und ja, wenn dann die großen Kampfschiffe kommen und man ist gerade bei Stufe 2 oder 3, wenn man sich Einheiten kauft, dann ist das, wenn die, bei manchen Mods ist ja auch die Raumstationverbesserung bei den Forschungsleiste, dann kann man es wiederum wahrscheinlich schaffen, weil man dann ja auch weiterhin bauen kann. Aber so, naja, mit weniger Geld. Das Problem bei weniger Geld ist, die KI hat trotzdem so viel Geld. Weil, naja, die Kurkenfallen, die hatten keine Minen. Na gut, die hatten jetzt, obwohl die haben schon einiges gekauft. Haben Raumstationen aufgerüstet, haben schon eigentlich ganz schön viele Schiffe und sowas abgeschossen, aber halt, die können sich natürlich dann auch noch die NATO-Kreuzer und so weiter leisten. Na ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei neuen Herausforderungen. Vielleicht mal etwas, was ein bisschen machbarer wäre. Auch nicht, was so unfair ist. Na gut, Leute, verabschiede mich hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.